Die Weisheit des Nicht-Muslims in der Rede über den Muslim oder die Muslimen, die möchte ich gerne hier ein wenig in Frage stellen und stattdessen versuchen, einfach zu fragen, welche Konsequenzen sich in der Debatte für das islamische Selbstverständnis, nicht nur jetzt speziell im deutschsprachigen Raum, sondern insgesamt um die Moschee herum ergeben. Denn die Moschee ist ja nicht allein im deutschsprachigen Raum umstritten. Und sie ist nicht allein in Europa umstritten, sie ist auch in Südamerika umstritten, sie ist in Australien umstritten, sie ist selbst in bestimmten Teilen der arabischen Welt umstritten. Das heißt, es ist ein Ort, der debattiert wird, und man könnte sich jetzt fragen, was ist eigentlich das Proprium an diesem Streit, dass er so hochgradig debattiert wird. Und aus meiner heutigen Perspektive heraus frage ich mich natürlich schon erstmal, seit wann es überhaupt so etwas wie eine Streitkultur oder eine Aufmerksamkeit um die Moschee herum geht. Das Erste, was mir erstmal auffällt, ist natürlich die Zuordnung, und das trifft jetzt das, was wir vorhin schon diskutiert haben, auf einer sehr platten Ebene. Also ich bin kein Statistiker, von daher erspare ich mir das hier zu kommentieren, aber für die Schweiz ist es einfach treffend, wenn gesagt wird, der Islam ist eine Gefahr für die Schweiz insgesamt, und zwar ohne Aber oder so auch immer, das ist so. Dann ist das genau die SVP-Wählerschaft bei uns, die das sagt. Also es ist eine relativ starke, ein starkes sozial-moralisches Milieu, würde man sagen, nicht nur eine Randgruppe, die von sich behauptet, ihre Identität dadurch bestätigt zu sehen, diese Aussage zu machen. Natürlich gibt es auch die Aussagen, die sozusagen das noch verschärfen, wie die Muslime leben in einer Parallelgesellschaft. Das ist jetzt bei uns in der Schweiz nicht so stark vertreten, weil die Erfahrung einer Parallelgesellschaft in der Schweiz im Verhältnis zu Köln etwa nicht so exorbitant sind. Müsste man schon klein Basel gucken, aber das ist nicht so wichtig. Von daher stellt dieses Problem sich nicht so als gravierend dar, aber das ist eben das eigentliche entscheidende Problem. Und es geht natürlich symbolisch um die Moschee. Wir haben darüber vorhin schon gesprochen, warum der Moschee eine solche symbolische Rangordnung zugewiesen wird. Auch wenn die Zahlen etwa in Deutschland nicht gerade exorbitant sind. Zurzeit werden, glaube ich, 143 echte Moscheen gezählt. Das sind nicht besonders viele. Es gibt 60 neue Moscheebauprojekte, 70 größere Moscheebauprojekte in Deutschland. 2600 Halbmoscheen, die von den muslimischen Akteuren gar nicht als Moscheen bezeichnet werden. Also ist eigentlich relativ klein im Verhältnis zu den Kirchen, die wir in Deutschland haben, ist das eine Quantität negligible eigentlich. Und trotzdem haben wir eben eine manifeste Diskussion um diesen Bau. Wann begann der Streit? Das kann man sich relativ klar identifizieren. Das ist etwa in der Zeit zwischen 1992 und 1995 gewesen, als offensichtlich eine ganz starke Aufmerksamkeit auf den Begriff der Moschee gewendet wurde. Und da möchte ich gerne eine kleine Google-Statistik nehmen. Ich finde die ganz toll, nicht? Das Ngram Google. Auch wenn die in der absoluten Zahl nicht stimmt, so ist in der relativen Zahl eine sehr starke Aussagekraft, die wir hier haben. Das ist jetzt etwa im deutschsprachigen Raum, die in der Literatur verbreitete Nutzung, ein relativer Anteil der Begriffe Moschee und Imam. Und sie haben dieses typische aufsteigende Beobachtungsfeld in den Mitte der 90er Jahre, in der ersten Hälfte der 90er Jahre, wo plötzlich so etwas wie ein Fokus auf Moschee stattfindet, und man könnte jetzt sogar versuchen, eine Aufmerksamkeitshierarchie entwickeln und sagen, was steht denn im Vordergrund des Blickes? Natürlich der Begriff Islam, und dann heruntergebrochen, dann kommt irgendwann mal schon bald die Moschee, und das Kopftuch steht noch hinter der Moschee. Also kommt Moschee, Minarett, dann kommt erst das Kopftuch, dann kommt der Imam, der noch immer an Bedeutung gewinnt heutzutage. Das ist 2008, da endet leider Ngram von Google. Wäre schön, wenn die Zahl weiterginge, aber im Augenblick ist das noch nicht der Fall. Die Tendenz ist völlig klar. Es ist also die Zeit von 1992 bis 1995, wo der Begriff der Moschee eine politische Kategorie wurde. Bis dahin war die Moschee allenfalls eine kunsthistorische, ästhetische Kategorie gewesen. Und man fand sie in Kunstbüchern zusammengestellt, die Moscheen von Spanien, von Andalusien oder von Iran, von Isfahan, und das war es dann schon. Die Begegnung mit der Moschee rührt natürlich daher, dass eigentlich schon
vor der Wahrnehmung in der westlichen Öffentlichkeit Strategien entwickelt worden sind, so etwas wie eine Maschinenkultur in Westeuropa auch zu entwickeln. Trägerverein waren natürlich vielfach die Heimatländer, etwa die Türkei oder teilweise auch Pakistan und in Pakistan vor allen Dingen, die versuchten, so etwas wie Moscheenbauten zu organisieren und zu unterstützen. Das war in England in den 60er und 70er Jahren der Fall, die Türkei auch in den 70er Jahren. Das ist ja die Zeit, wo der jährliche Bevölkerungswachstum der Muslime, in Anführungsstriche, am höchsten war bis heute. Also was wir heute erleben, ist ja nichts im Verhältnis zu dem, was in den 70er Jahren an Zuwachs von muslimischer Bevölkerung in Westeuropa stattgefunden hat. Wir tun so, als wäre das heute ganz besonders dramatisch. Ist es überhaupt nicht. Ich glaube, die dramatischste Zeit war zwischen 1974 und 1977. Aber damals haben wir noch nicht darüber gestritten. Jedenfalls erinnere ich mich nicht daran, dass wir jemals in der Zeit über eine Moschee auch nur irgendwo debattiert hätten, oder? Also 1974, 1977 hatten wir andere Probleme als die Moschee. Und von daher haben wir sozusagen die Öffentlichkeitswirksamkeit bedurfte so etwas wie einen intellektuellen Freiraum, wo diese die Aufmerksamkeit auf die Moschee möglich wurde. Und das war nach 1992 der Fall mit dem Zusammenbruch des Ost-West-Konfliktes, wo andere Ordnungsmuster, andere Ressentimentstrukturen, andere Feindbildorganisationen notwendig wurden, die die Ressourcen der früheren Zeiten durchaus nutzten, ähnliche Bilder einfach projizierten in die Islamwahrnehmung, die dann nach 1992 wichtig wurde. Eine typische Merkmalsdifferenz zwischen Ressentiment gegenüber Muslimen, zu den Ressentiments, die vorher bestanden, sehe ich eigentlich nicht. So richtig qualitative, spezielle, bösartige Aussagen wie, die nur auf die Muslime zutreffen. Ich weiß nicht, vielleicht sind Sie besser informiert da. Also da müsste man nochmal schauen, wie es da genauer ausgesehen hat. Kurzum, das ist aber auch gleichzeitig die Zeit gewesen, wo mit dem Balkankrieg zum ersten Mal wie eine europäische Wahrnehmung des Islam auch in der deutschen Öffentlichkeit wirksam wurde und wo auch nicht klar war, auf welcher Seite sich jetzt die europäische öffentliche Meinung stellen solle. Auf die Seite der Muslime von Sarajevo oder von Srebrenica oder auf die Seite derjenigen, die ein Ressentiment gegenüber den Muslimen hatten. Die 90er Jahre waren also eine Zeit von undefinierter, nicht eindeutiger Positionierung in Bezug auf das, was symbolisch die islamische Öffentlichkeit in Europa darstellte. Das ist gerade in der Schweiz typisch gewesen, weil dort ja dann die eigentliche muslimische Einwanderung stattfand, weil in der Schweiz die türkische Einwanderung nicht so stark wichtig gewesen ist. Aber die eigentliche findet dann in den 90er Jahren statt. Und die bosnischen und albanischen Muslime, die dann nach in die Schweiz kommen, brachten ihre Moscheen und ihre Lebenswelten, ihre Heimaten mit, ohne dass es aber zunächst erstmal zu einem gewissen Problem führte. Ich erinnere mich noch an den ersten NZZ-Artikel über eine Moschee in Zürich, wo 2001, bevor dann 9/11 war, auf die wunderschöne Architektur von Minaretten in der Schweiz verwiesen worden ist, weil es da schon zwei gab. Also es war immer noch eine ästhetische Wahrnehmung und es war vor allen Dingen eine Schutzwahrnehmung. Die Schweiz war damals auch noch ein Land, das sich eben als dadurch auszeichnete, besonders viele Schutzbedürftige aus Bosnien aufgenommen zu haben. So haben sie auch den Islam mit unter den Schutz der Öffentlichkeit gestellt und eine großartige Debatte um den Islam gab es nicht. Das änderte sich natürlich dann sehr schnell in den Nullerjahren. Unter Nutzung eben all der ganzen Ressentiments, die zuvor langsam, aber sicher aufgebaut wurden. Das ist nun typisch, dass in den 90er Jahren eine solche, ich möchte sagen, Wahrnehmung auf die Moschee, auf die symbolische Repräsentation von Muslimen in der westlichen Öffentlichkeit möglich wurde, weil in der Zeit selbst der Konsens unter den Muslimen, was der Islam denn sei, am Zusammenbrechen begann. Also heute können Sie nicht mehr davon ausgehen, dass es überhaupt so etwas gäbe wie einen islamischen Konsens. Noch nicht mal über die Grundtatsache dessen, was den Islam konstituiere, an dogmatischem oder praktischem kultischen Gebäuden. Sondern stattdessen haben wir einen hochgradigen Ausdifferenzierungsprozess, der letztendlich in drei große Felder definiert werden kann. Auf der einen Seite jene, die ich gerne als ultrareligiös bezeichne, also jenseits der Religion oder radikal die Religion bestätigend und jenseits der Religion stehend gleichzeitig.
und der sogenannten bürgerlichen Mitte, die durchaus politisch sehr rechte und wertkonservative Traditionen vertreten kann, und einer eher, sagen wir mal, konsumorientierten, Lebensfrömmigkeit orientierten muslimischen Daseinsform, die man schwer bezeichnen kann. Die gehen auch gar nicht in die Moschee. Ne? Also die Moschee war eigentlich immer der Ort der Mitte, der bürgerlichen Mitte. Und war in Europa vor allen Dingen, und war nicht der Ort der Ränder. Die sogenannten Radikalen, die es auch schon in den 70er und 80er Jahren gab, haben zwar auch die Moscheen vielfach als Bezugspunkte gehabt, aber nicht in dem Sinne, dass sie so etwas wie eine Gemeinde, dass sie ein Gemeindeleben organisierten und in der Gemeinde präsent gewesen sind. Man denke etwa an die Muslimbruderschaft in Aachen oder die Muslimbruderschaft in München. Moscheen waren also eigentlich Orte der bürgerlichen Mitte und erinnerten noch in den 70er und 80er Jahren daran, wie auch die Moschee in Deutschland funktionell eingesetzt wurde. Sie war auch in den 20er Jahren, als die erste Moschee in Berlin gebaut worden ist, eine bürgerliche, ein Ort islamischer Bürgerlichkeit, und zwar in einer bürgerlichen Idee, die vielleicht noch in den 70er Jahren möglich war, vielleicht noch in den 80er Jahren angesprochen wurde, nämlich eine Idee, dass die Moschee Ort religiöser oder religiöser Pluralität oder Identitätspluralität, so kann man es nur bezeichnen, war. Mein beliebtestes Beispiel ist der Vorsitzende der Moscheegemeinde in Berlin 1926, Hugo Markus, der aus Polen stammend, eigentlich einer jüdischen Tradition angehörte, dann Mitglied der jüdischen Gemeinde in Berlin war und als bekennender Jude Mitglied der muslimischen Gemeinde in Berlin wurde, der erstmal der Kassenwart der muslimischen Gemeinde in Berlin, nachher 1930 der erste Vorsitzende war. Er ist aber nie aus der jüdischen Gemeinde ausgetreten. Gleichzeitig war er zusammen mit berühmten Kollegen seiner Zeit Mitglied am Institut für Sexualwissenschaft, das heißt also an dem homosexuellen Verband, der die Abschaffung des 175-Paragraphen in den 20er Jahren versuchte durchzusetzen. Gleichzeitig war er Mitglied des George-Kreises, gleichzeitig war er Mitglied einer philosophischen Gesellschaft, die versuchte, einen Neukantianismus zu begründen. Und ich kann Ihnen noch viele andere von Identitäten aufziehen, die ihm sozusagen ermöglicht wurde. Und er wurde dann gefragt, wie kannst du denn das alles machen? Wie kannst du Jude, Muslim, Homosexueller und das und das und das in einem sein? Da sagt er, das ermöglicht mir der Islam. Also heute würden wir das gar nicht mehr verstehen. Das heißt, nicht nur für Hugo Markus, der dann 1938 nach Basel geflohen ist, war der Islam so etwas wie ein Möglichkeitsraum bürgerlicher Liberalität, sondern für viele andere auch. Und da gibt es ganz viele Biografien, die dies in den 20er, noch frühen 30er Jahren beschreiben, dass diese Art von Pluralität, gelebter bürgerlicher Pluralität in einer religiösen Ordnung möglich zu sein schien. Und die Berliner Moschee war ein Ort, an dem diese Pluralität auch tatsächlich inszeniert wurde. Das heißt also, es wurde Weihnachten dort gefeiert, es wurde Passafest gemacht, es wurde das Fastenbrechen dort gemacht und alle aus Wilmersdorf, die sich irgendwie was zu sagen hatten, trafen sich dann in der Moschee und feierten großartig. Sodass diese Moschee nachher von den Nationalsozialisten als das gefährlichste U-Boot in der religiösen Welt von Berlin bezeichnet wurde. Einen großen Einfluss hatten sie nicht. 2000, 3000 Leute hatten sich vielleicht um diese Moschee herum vereinigt, aber das sind nicht viele. Aber es zeigt, dass die Moschee durchaus in einem völlig anderen Zusammenhang stehen kann, als den, den wir heute erleben, wenn beispielsweise eine Moschee porträtiert wird, wie in Ulm, die Usbeken-Moschee in Ulm oder andere, wo die Moschee als eine Art von Rückzugsraum von ultra-islamischen Terroristen interpretiert wird. Also würde man wahrscheinlich denken, ja, die Option Moschee ist, die, wie wir sie heute festgeschrieben haben, ist nicht die Option, die allgemeingültig ist, sondern dass immer, je nachdem, welcher soziale Ort für die Moschee relevant ist, die Moschee ihr Gepräge, ihr Aussehen und ihre Gestalt, ja auch ihre innere Verfasstheit ändert. Das war auch schon bei der Berliner Moschee der Fall, wo sich die Architektur, in der Architektur so etwas wie eine Einigkeit ergab. Synagogen und Moscheen mussten beide dem neuorientalistischen Stil der Zeit folgen. Und die Architekten waren dieselbe. Gehen Sie zu der Moschee, zu der alten Synagoge in Worms, die in derselben Zeit gebaut worden ist wie
die Moschee in Berlin, 1923, 1924. Sie haben dieselbe Architektur. Das ist gut, so muss ein Kulthaus aussehen. Und wenn Sie noch weiterschauen, sehen Sie auch, dass in der neugotischen, orientalistischen Manier bestimmte Kirchen auch in Nordafrika gebaut worden sind. Also da gab es etwas wie einen Architekturkonsens darüber, das zu machen. Das wurde auch von bestimmten Architekten, wie Förderer aus Schaffhausen, mit ausgebaut, der gesagt hat, wir brauchen für religiöse Stätten eine gleiche Formsprache, Islam, das ist egal. Und man erinnert sich natürlich daran, dass dann auch bestimmte Kultmodelle in der Zeit als universelle Modelle religiöser Tätigkeit entwickelt worden sind. Ein bisschen früher schon im 19. Jahrhundert die Einführung der Orgel in der Synagoge und das Tragen der Kleidung in der Synagoge, die dann dem protestantischen Muster folgte. Und dann haben sogar muslimische Theoretiker darüber gesprochen, ob sie nicht auch eine Orgel in ihrer Moschee haben sollten, damit sie mehr Publikum und mehr Attraktivität haben. Das alles zeigt, dass es eine bürgerliche Welt von Moschee gegeben hat, an der wir uns heute kaum noch mehr erinnern, weil heute die Hegemonie über das, was Moschee ist, mehr und mehr den Institutionen überlassen scheint, die eine normative Aussage mit der Moschee zu verbinden versuchen. Das sind Gruppen wie DITIB auf der einen Seite, zweifellos. Die Formsprache von DITIB bei dem Bau von Moscheen ist eindeutig. Jeder, der mal nach Baku gereist ist oder in andere von der türkischen Bauindustrie beherrschten Metropolen dieser Welt, wird sehen, boah, das ist aber immer all dasselbe, dieselbe Art von, Entschuldigung, es wird so genannt Mickey-Maus-Moscheen, die brauchen wir nicht mehr, sondern die Kritik ist dann da. Gut, und die zweite Welt ist natürlich die saudische Welt, die weißen Moscheen, die dann 1995 zum ersten Mal in Sarajevo gebaut worden ist und dann sozusagen zum Symbol wurde für eine Form von Islamität, die als fremd erachtet wurde. Diese weißen Moscheen, die dann gegenüber den bunten Moscheen von Sarajevo selbst gesetzt worden sind in der Sache. Dass die Moscheen jetzt plötzlich als umstrittene Orte interpretiert werden, schwächt sie in ihrer Position nicht. Im Gegenteil, sie werden diskursiv dadurch immer stärker aufgewertet. Und es ist jetzt sogar schon so, dass in der muslimischen Öffentlichkeit danach gestritten wird, wer hat denn jetzt die größte Moschee überhaupt? Und wenn dann gesagt wird, dass wir also eine große Moschee haben, wie die Yavuz Sultan Selim Moschee in Mannheim, mit wie viel? 2500 Betplätzen. Dann sagt man sich, Donnerwetter, so manch einer in Kairo, die hätte ich auch gerne. Also eine solche große Moschee wäre schon toll in der ganzen Sache. Oder die Schädlik-Moschee in Berlin-Neukölln mit 1500 Betenden, finde ich schon ziemlich beeindruckend in der Sache. Heute erscheinen ganz anders als in den 20er Jahren die Moscheen als eine im Grunde Orte finsterer Islamität. Und wenn man dann daran denkt, dass sie zum Problemfall geworden sind, dann ist das nicht nur so ein Problembär, sondern das ist schon ein richtiger Problemort. Da treten dann Leute auf, wie in der Schweiz jetzt in der Diskussion um Abu Ramadan. Also man stellt sich dann das so vor, dass dann ein Prediger ankommt und sie sind jetzt die Moscheenbesucher und sie kriegen jetzt 30 Minuten von mir eine Predigt zu hören. Und in der Predigt heißt es dann, geht raus und tötet die Christen, wo immer ihr sie trefft, nehmt keine Christen zu Freunden und Juden schon gar nicht und so weiter und so weiter. So stellt man sich das dann vor mit den Hasspredigern, nicht? Und wenn man dann gezwungen ist, sich eine solche Predigt anzuhören, die dann auf Arabisch gehalten wird, um dann der Öffentlichkeit mitzuteilen, was wirklich gesagt wird, dann wird man feststellen, die sind furchtbar schrecklich langweilig, sie sind vollkommen stereotyp, haben keinerlei Innovationsgehalt, sondern sind vorhersagbar. Und für, ich meine, wenn Sie mal in einer katholischen Predigt waren und wissen, was der von der Kanzel so sagen wird, dann fühlt man sich ja auch nicht unbedingt innovativ eingeladen, darüber nachzudenken, boah, das habe ich nicht gedacht, dass mir das jetzt gesagt wird. So ähnlich ist es auch bei Predigten dieser Art. Also wir nehmen an, dass dieser Streit auch um Imame, um die Inhalte in den Moscheen so etwas da bilden würden, wie tatsächlich Kampfaussagen, Aufforderungen zum Terror und was weiß ich, wenn man genauer hinschaut, ist für die Mehrheit derjenigen, die da hingeht und sich das anhört, die Sache fürchterlich langweilig. Und diejenigen, die gegebenenfalls in ein ultrareligiöses Feld abdriften, gehen ja gar nicht in die Moscheen, sondern sie stehen schon längst
sind schon längst jenseits der Moscheen. Da erwischt man sich schon gar nicht mehr. Also unsere jedenfalls nicht in der Sache. Moscheen sind, und so habt ihr das ja auch definiert im Grunde, räumliche Ordnungen islamischer Vergemeinschaftung. Und ich finde immer noch die besondere Funktion der Moschee, die herausgearbeitet wurde, treffend in der Bezeichnung einer Heimat. Diese Metapher der Heimat und der Moschee trifft sicherlich die Vorstellungswelt von sehr vielen der älteren Generationen in einer Moschee wieder. Die Jüngeren, die werden wahrscheinlich ein bisschen skeptisch mit dem Heimatbegriff operieren, weil sie sich nicht alle damit identifizieren können. Aber in der Tendenz ist das so. Und man hat schon ein bisschen den Eindruck, dass hier Tönnies nochmal wieder erweckt wird von muslimischen Akteuren, dass hier eine Vergemeinschaftung von Lebenswelten angesprochen wird. Gegen die böse Gesellschaft machen wir unsere Gemeinschaft. Und dass wir das diskursiv auch in der Beobachtung permanent bestätigen, indem wir den Muslimen mit ihrer Moschee einen separaten Sozialraum zuweisen. In dem wir angeblich kaum reinkämen, was nicht stimmt, aber man bekommt ja den Eindruck, dass das sozusagen Separatismus ist, sozialer Separatismus, der durch die Moscheen zum Ausdruck gebracht wird. Die zentrale Frage, die sich jetzt aber stellt, auch in der Debatte da, um das, was mit der Moschee es auf sich hat, ist die Frage, wie ist der Ort zu bestimmen und die Bedeutung zu bestimmen, die eine Moschee in Deutschland einnimmt? Ist es ein sakraler Raum oder ist es so etwas wie ein Gemeinschaftsraum oder eine Salle polyvalente, eine Mehrzweckhalle? Und manchmal hat man ja den Eindruck, dass die öffentliche Wahrnehmung da hinausläuft, zu sagen, die Moschee ist eine muslimische Mehrzweckhalle, wo alles Mögliche stattfindet und auch mal das Gebet. Und dann gibt es andere, die sagen, nein, das stimmt überhaupt nicht. Die Moschee ist ein sakraler Raum und dort findet in erster Linie das Gebet statt. Für muslimische Theoretiker, die sich fragen, was ist denn eigentlich eine Moschee, ist diese Differenzierung nicht ganz nachvollziehbar. Sie können erstens nicht verstehen, warum die Moschee sakral sei. Sakral kann in der islamischen Tradition ein Bau niemals sein. Auch ein Bau ist nicht geweiht. Es gibt nur eine geweihte oder gebannte, besser, Moschee und das ist das Heiligtum in Mekka. Und sonst gibt es keine. Das heißt, der Ort hat keine besondere Heiligkeit. Das hat also eine SVP-Gruppe in Biel, ich glaube auch in Sachsen gab es sowas Ähnliches auch mal, sind ins Leere gelaufen, als sie gemeint hatten, sie könnten einen Bauplatz für eine Moschee dadurch entweihen, dass sie einen Schweinskopf draufsetzten. Weil sie gedacht haben, das geht dann nicht, dann ist der Bauplatz entweiht, also haben sie den Schweinskopf gepflanzt. Und da haben die Muslime gelacht, haben gesagt, jetzt ist der Bauplatz billiger geworden, weil er dadurch sozusagen ökonomisch entwertet wurde und wir kaufen den zu einem billigeren Preis ein und bauen trotzdem unsere Moschee drauf. Und das haben die Leute von der SVP nicht verstanden. Der Stadtpräsident des Dorfes hat das auch nicht verstanden, hat dann gesagt, wieso, eine Moschee ist doch ein heiliger Ort. Nein, eine Moschee ist kein heiliger Ort. Das hat wiederum diejenigen aufs Pferd gehoben, die sagen, ja, wenn es kein heiliger Ort ist, steht die Moschee auch nicht unter dem Schutz des religiösen Verfassungsrechts, sondern es ist ein weltlicher Bau und für den gelten weltliche Kriterien und damit nicht nur emissionsrechtliche Fragestellungen, sondern auch ganz allgemeine profane Aussagen über die Legitimität eines Baus. Als weltlicher Bau ist er weniger legitim als Sakralbau. Also waren jetzt die muslimischen Verbände vor die Frage gestellt, definieren wir jetzt unsere Moschee als Sakralbau? Widersprechen wir unserer Tradition? Definieren wir sie als weltlichen Bau? Reden wir dann denjenigen das Wort, die sagen, ihr braucht eigentlich gar keine weltlichen Bauten. Also da musste auch theologisch ein Mittelweg gefunden werden und da fühlten sich die muslimischen Verbände, die darüber nachdachten, was wir denn jetzt tun sollten, schrecklich alleingelassen. Weil es wird ihnen ein Diskurs auferlegt, zu dessen Behandlung sie letztendlich akademisch nicht vorbereitet sind, also wissenschaftlich nicht vorbereitet. Sie wissen nicht, was sie dann tun sollen. Also werde ich dann gefragt, dann kommen sie zu mir nach Bern und wir sitzen dann bei mir im Büro zusammen und sagen, ja, was sollen wir denn jetzt machen? Wie sollen wir denn jetzt reden? Weil ich als Islamwissenschaftler kann euch nicht sagen, wie ihr reden sollt. Wir können nur das Problem gemeinsam diskutieren,
Aber vielleicht gibt es ja in den anderen Religionsgemeinschaften irgendwelche ähnlichen Erfahrungen. Fragt mal die jüdischen Gemeinden, fragt mal die reformierten Gemeinden, ob nicht auch so ähnliche Prozesse bei euch existierten. Und meinetwegen auch Evangelikale, ist egal. Also es war aber nicht einfach für sie, das eindeutig festzulegen, dass sie also sagen konnten, was denn jetzt die Moschee als rechtlich gesehen sozusagen zum Proprium hat, was die Eigentümlichkeit ist. Der soziale Nutzen konnte es nicht sein, der öffentliche Charakter konnte es auch nicht sein und die Sakralität kann es auch nicht sein. Und die Tatsache, dass dort Imame auftreten, kann es auch nicht sein. Dass die Geschlechtertrennung dort gemacht wird, ist auch keine Eigentümlichkeit. Also ist es schwer für die Moschee, ein Lebensrecht sich zu definieren in einer Welt, die klar unterscheiden möchte zwischen Religion und Gesellschaft. Da komme ich gleich nochmal drauf. Nur nochmal zur Klärung, was ist eigentlich geheiligt in der islamischen Tradition? Geheiligt ist ja nur der Mensch im Moment des Kultaktes selbst. Nur dann. Das heißt also, wenn er das Gebet eröffnet, kann er sich selbst heiligen oder bannen. Und in dem Moment, wo das Gebet endet, endet auch der Zustand des Gebanntseins bzw. der Heiligkeit. Und das bedeutet, dass also ein Raum eigentlich nur der Möglichkeit, die Moschee eigentlich nur es dem Handelnden, dem Betenden ermöglichen soll, so ungestört wie möglich seine eigene Selbstsakralisierung herbeizuführen, die er im Moment des Gebetes erlebt. Das muss die Moschee leisten. Und wenn sie das leistet, dann hat sie sozusagen intern, innerislamisch eine Funktion, aber auch ein muslimischer Autor würde sagen, man könnte das aber auch woanders machen, man braucht dafür keine Moschee. Dann wird aber hinzugefügt, dass aber für den Freitagmittag zumindest, für das Freitagsgebet am Mittag, eine kollektive Gebetshaltung einer Mindestanzahl der Gemeindemitglieder erstrebenswert wäre und dass die Moschee dies ermöglichen müsse. Sie müsse förmlich einladen, den Ruf aussprechen, kommt, kommt, kommt. Und wenn dann freitags, mittags genügend Anzahl da sind von Leuten aus der Gemeinde, das Gebet zu führen, dann gilt dieses Freitagsgebet auch. Und der Imam habe die Aufgabe, diese Gruppe zusammenzuführen. Also hat die Moschee neben dieser Ermöglichung von individueller Selbstsakralisierung noch die Aufgabe, eine Art von Kollektivität dieses Handlungsaktes sicherzustellen und durchzuführen. Die Moschee ist damit so etwas wie eine temporäre Bannstätte. Und in dem Moment, wo sie gebraucht wird, steht der Handelnde unter Bann und damit also auch unter Schutz der Gemeinde. Und in dem Moment, wo sie nicht gebraucht wird, wird sie eben nicht gebraucht. Es ist keine Moschee mehr. Und dieser Möglichkeitsraum ist wohl das Entscheidende, was die Moschee jetzt definiert. Das Problem an der Moschee ist natürlich, dass sie in einer Welt situiert ist, die sich selbst differenziert. Und das ist das, was wir vorhin schon angesprochen haben. Sozusagen das Grundmuster einer Differenzierung zweier Ordnungen, zweier Vorstellungswelten, die über eine eigene Tradition und eine eigene Legitimität und Beschreibung verfügen. Das eine nennen wir Religion, das andere nennen wir Welt. Das kann deshalb auch säkular, passt ja schön. Wir können es aber auch Gesellschaft nennen, wenn es durchdekliniert ist im 19. Jahrhundert. Aber diese Differenzierung ist jetzt entscheidend, weil sie letztendlich auch bestimmt oder den Raum bestimmt, in dem sich ein sakraler Bau oder eine Moschee, wenn wir es mal halb sakral jetzt mal bezeichnen wollen, befindet. Soll die Moschee jetzt hierher oder soll sie dahin? Was soll sie symbolisch repräsentieren? Und aus der Sicht der Kritiker der Moscheen repräsentiert die Moschee ja Welt. Und sie repräsentiert deshalb die Welt, weil, und jetzt kommt das Standardbild, was den Islam anbetrifft, der Islam nicht zwischen Welt und Religion unterscheidet. Und dadurch ist es notwendig, dass die Moschee diese Welt repräsentiere. Deshalb kann auch die Moschee angegriffen werden. Würde die Moschee diese Differenzierung durchführen, würde sie wahrscheinlich nur die Religion repräsentieren und damit diese Ebenen von Aussagen, dann hätte wahrscheinlich die öffentliche Meinung größere Schwierigkeiten, die Legitimität einer Moschee zu kritisieren. Solange sie das aber tut, solange sie sich hier nicht eindeutig fixiert, sondern die Grenze zwischen Welt und Religion definiert, dann wird es schwierig für die Moschee. Das heißt,
Die Moschee ist eigentlich nur ein Beispiel dafür, für das, was wir vorhin auch angesprochen haben, ein Beispiel dafür, dass wir mit der Präsenz der muslimischen Gemeinden in eine Situation geraten sind, wo die Relation zwischen Welt und Religion neu definiert oder neu verhandelt wird. Es ist also nicht identisch mehr mit einer Situation des 19. Jahrhunderts oder schon gar nicht mit einer Situation des frühen 20. Jahrhunderts. Einer Zeit, wo die Grenze zwischen Religion und Welt in einer sehr skurrilen Weise definiert worden ist, indem einerseits ein radikaler Schnitt zwischen beiden gemacht worden ist, aber beide gleichzeitig deutlich gemacht haben, dass sie unverzichtbar sind für die anderen. Also die Welt macht Religionspolitik, die Religion macht Sozialpolitik. Das heißt, die Wechselwirkung ist da und funktioniert auch hervorragend, aber es müssen sozusagen Anerkennungen der Grenzziehungen stattfinden. Sodass wir zwar Gesellschaft, eher dem die Welt und Religion als zwei große Sphären haben, mit aber einem Überschneidungsbereich, in dem sich dann auch vielfach religiöse Institutionen bewegen. Etwa in der Diakonie oder in anderen Feldern, wo man nie genau weiß, ja, was machen die jetzt, wohin gehören die jetzt? Und das muss auch für muslimische Verbände natürlich gelten, dass sie eine ähnliche Position einnehmen wie Caritas, Diakonie oder andere Räume, die intermediär sind, also die genau die Grenze verhandeln zwischen Religion und Gesellschaft. Und das muss auch muslimischen Verbänden zugestattet werden. Das bedeutet, dass beispielsweise dann aus der Perspektive muslimische Organisationen eingeladen werden, deutlicher zu definieren, was Wohlfahrt und islamische Wohlfahrtsorganisation und Wohlfahrtspflege unter den Bedingungen eines säkularen Staates, einer säkularen Ordnung bedeutet für sie. Nicht die alte Khairiya-Identität, die alte Vorstellung von Stiftungen, die den Armen hilft, steht hier im Vordergrund, sondern eine funktionale Integration in dieses schwierige Gefüge von Religion und Gesellschaft. Da muss eine Passung stattfinden, die es dann den Muslimen ermöglicht, auch direkt mitzuwirken. Um das aber zu machen, bedarf es natürlich auch einer Art von zeitlicher Uminterpretation des Geschehens, dessen, was als islamischer Traditionshintergrund genannt werden kann, in einen neuzeitlichen Kontext. Und diese Übersetzung des Islam, also das sind die Traditionsorte, in denen sich normalerweise muslimische Rede vollzieht, über den Koran, Mohammed, die Prophetentradition, was ist die Wahrheit, was ist Scharia, Jihad, Kult, das sind so die Klassiker. Diese haben in der vorneuzeitlichen Ordnung bestimmte inhaltliche Präferenzen bekommen und jetzt stellt sich dann für die Frage in einer säkularen Ordnung, wie werden dann Gebrauchsweisen dieser Felder vollzogen? Die Unterscheidung ist dann ziemlich deutlich. Beispielsweise wird dann der Koran aus einer Sakramentsposition zu einem lesbaren Text gemacht. Dieser Übergang ist wahrscheinlich ein fundamentaler Übergang gewesen, der in der islamischen Tradition einen völlig neuen Islam mit erschaffen hat. Oder der Prophet Mohammed wird von einer Heilsfigur zu einer historischen Person. Sodass wir heute darüber nachdenken, hat der Prophet Mohammed wirklich gelebt? Und wenn dann berühmte katholische Autoren aus Saarbrücken sagen, der Prophet Mohammed habe nie gelebt, oder das ist eigentlich nur der Name für Jesus, dann fragt man sich ja, was ist denn das für ein Historismus des 19. Jahrhunderts, der jetzt hier wiederbelebt wird. Also man merkt hier schon, dass das Framing des Islam in der Neuzeit dazu neigt, den Islam auch genau auf der Ebene zu definieren, wo die Differenz zwischen Religion und Welt klar erkennbar ist. Also der Prophet kommt in die Welt, der Koran kommt als Text in die Welt und die Lesung des Textes selbst ist dann der religiöse Vollzugsakt. Und diese Differenzierung ist klasse. Also da muss man auch wahrscheinlich den Protestanten mal ein Kompliment machen, dass sozusagen diese Differenzierung im 16. Jahrhundert mit ganz klaren Begriffen auch bezeichnet worden ist, die für Muslime auch als Identifikatoren heute funktionieren. Das heißt, sie können auf die zurückgreifen und sagen, ja, das machen wir auch so. Kurzum, diese Beispiele zeigen letztendlich nur, dass Muslime dieses System, was wir hier haben, eigentlich in ihrem neuzeitlichen Interpretationsgefüge vollkommen übernommen haben. Das heißt, sie haben es nicht explizit immer so durchdekliniert, wie es etwa zeitweise zumindest in Deutschland oder in Frankreich gemacht worden ist. Ja, auch nicht immer, ne? Aber kontingent, manchmal.
Aber trotzdem gilt dieses heute als sozusagen auch von muslimischen Akteuren als eine Art von Schema, als gerechtfertigtes Schema. Und das können Sie islamisch rechtfertigen, das heißt, dieses Schema hat eine Pluralität von Genealogien und die islamische Genealogie wird im Augenblick stark gezimmert und zu Recht mit eingebaut in der ganzen Sache. Dieses Problem, was jetzt nur für muslimische Akteure ist, ist, dass die Debatte darum eigentlich eine öffentliche Debatte ist. Die gehört in den öffentlichen Raum. Das ist eine diskursive Ebene. Und dafür brauchen Sie natürlich auch angemessene symbolische Repräsentationen. Symbolische Repräsentationen, die Sie ja aus Ihrer Perspektive christlichen Organisationen immer zugestanden haben, wie beispielsweise hier die Kathedrale Sainte-Marie in Oran, in Algerien, die jetzt mitten in der Stadt steht und alle Moscheen an den Rand gedrängt hat. Das ist jetzt nur ein Beispiel aus Algerien. Es gibt eine ganze Liste von sehr berühmten französischen Kirchen in Nordafrika, die alle zwischen Ende des 19. bis 1962 gebaut worden sind und die Gebetsplätze bis zu 3.000 bis 4.000 Christen ermöglichten. Aber so viel sind dann nie reingegangen. Aber theoretisch wären das dann. Das heißt, sie haben allein in Nordafrika eine Vielzahl von Kirchbauten, die teilweise doch gigantische Formen angenommen haben, wie in Tunis hier. Hier ist noch die Kathedrale ohne den Anbau, der jetzt da dran gebaut wird. Entschuldigung. Das ist der Anbau, der ist jetzt da dran gekommen. Hier ist die große Kathedrale von Karthago oder natürlich die Augustinus-Basilika in Bonn, die dann oben auf dem Berg thront, nicht? Und das ist klar, Augustinus ist natürlich. Der ist ja sowieso inzwischen schon sehr stark islamisiert worden, der Augustinus in Algerien, ne? Als Nationalheld, muslimischer Nationalheld in Algerien. Da sieht man, wie stark das Bild da war von Möglichkeitsräumen christlicher Kirchen in der muslimischen Welt, die in der Zeit der französischen Kolonialherrschaft gebaut worden sind. Wenn Sie sich die Kirchenbauten in Ägypten 20er, 30er Jahre anschauen oder in der Türkei in den 20er Jahren, dann sieht man eine ähnliche sozusagen architektonische Repräsentationsebene aufgebaut, wie sie hier ist. Kirchen müssten so hoch wie möglich auf dem Berg obendrauf und hättet eigentlich erwartet, dass in der Zeit dann auch muslimische Akteure gesagt hätten, nee, das geht jetzt nicht. Also so, stellen Sie mal vor, sowas da auf dem Prenzlauer Berg da oben gebaut. Ne? Das geht nicht. Aber muslimische Akteure in der Zeit der bürgerlichen Öffentlichkeit des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts haben sich an dieser Kirche nicht gestoßen, weil sie den Ort dieser Kirche verstanden. Sie wussten, was das bedeutet, diese Kirche. Es ist nicht der Ort christlicher Propaganda. Gut, es gab dann auch immer Mönche, die dann irgendwie eine Missionstätigkeit gemacht haben. Nein, das Entscheidende war, dass hiermit zum Ausdruck gebracht worden ist, das System, das französische Kolonialsystem, schätzt Religion wert. Und das ist natürlich schon für die Akteure vor Ort sehr wichtig gewesen, das mitzubekommen. Ah, sie haben eine Wertschätzung dieser Religionsgemeinschaft gegenüber, dann dürfen wir auch erwarten, dass sie diese Wertschätzung uns gegenüber betreiben. Das sieht natürlich dann schon ein bisschen anders aus, wenn ich mir dann anschaue, wie dann die frühen Moscheengemeinden in Deutschland gestaltet gewesen sind, wie jetzt hier in Frankfurt am Main. Das sind natürlich die typischen Bilder von Moscheizität, von Gebetsräumen, die eigentlich dem Hohn sprechen zu dem, was muslimische Gemeinden den christlichen Gemeinden in Nordafrika ermöglicht haben. Auch wenn sie nicht unbedingt immer da diese Sachen mitfinanziert haben. Aber es gibt ja auch schon Fortschritte. Ich habe jetzt noch ein paar Bilder mir zusammengestellt, dass sie dann immer mehr in die Öffentlichkeit eintreten. So, und jetzt haben wir dann schon die ganz großen Moscheen wie hier in Marxloh. Ne? Das ist dann schon beeindruckend, wenn man den Prozess sich anschaut, wie sich jetzt die Moscheen in den öffentlichen Raum entfaltet haben. Sie fehlen aber immer noch auf der Landkarte. Hier habe ich die Sakralbauten von Bern eingetragen und Sie sehen hier auf dem Lindenrhein, da ist die einzige Moschee, ein Gebetsraum, den es in Bern gibt. Alle anderen blau eingetragen, rot natürlich die reformierten Kirchen. Nehmen den Raum, den öffentlichen Raum ein, aber wo jetzt die Moschee hin soll, weiß keiner. Und als wir dann darüber debattiert haben, irgendwann mal als muslimischen Gemeinden zu mir gekommen sind, in Bern sollte doch mal eine Moschee gebaut werden, dann stellte sich die Frage, ja wo? Wo soll das denn gemacht werden? Natürlich sagten dann muslimische Gemeinden auf öffentlichem Grund. Und dann, ja, das geht auf öffentlichem Grund, könnt ihr keine Moschee bauen.
Ihr könnt allenfalls auf einem Umnutzungsgebiet da unten in Bümplitz oder so etwas, was war. Es war also fast unmöglich, das einzusetzen, mit dem Ergebnis, dass die Moschee in der Öffentlichkeit eigentlich keine Rolle spielt. Und jetzt komme ich gleich zum Ende meiner Ausführungen. Ich will doch nochmal versuchen, mir nochmal zu vergegenwärtigen, wo eigentlich die Moschee dann hingehört. Wenn sie schon nicht als Sakralbau eindeutig zu fixiert ist und wenn sie nicht eindeutig als weltlicher Bau fixiert ist, was ist sie dann? Dann ist sie natürlich gerade im Rahmen der bürgerlichen Ordnung der soziale Ort, in dem sich Öffentlichkeit für Muslime vollzieht. Das sagen auch viele muslimische Akteure in der Moschee. Die Moschee ist offen. Eigentlich kann da jeder rein. Wir sind ja nicht in Nordafrika, in Marokko, wo angeblich Christen nicht hinein dürften. Oder tatsächlich nicht. In Tetuan darf man auch nicht rein, das ist richtig. Nein, hier dürfen Sie alle reingehen in die Moschee, also auch selbst zu den Gebetszeiten. Sie können sogar hingehen und sich irgendwo hinsetzen, solange Sie dann nicht das Gebet stören und die Selbstsakralisierungsakte stören. Das heißt also, die Moschee ist eigentlich im Verständnis auch der Akteure permanent öffentlich. Und das wird auch ganz stark betont. Die Moschee ist nicht geschlossen, hat man mir gesagt, sondern wir sind ja doch keine Reformierten, wo man sich erstmal den Schlüssel holen muss, bevor man in die Kirche reinkommen kann, sondern wir sind eher wie die Katholiken. Das heißt, die Kirche ist genau immer offen und wir symbolisieren auch die permanente Präsenz der Möglichkeiten des Menschen, in einen solchen Gebetsraum reinzugehen, denn es könnte ja sein, dass jeder mal irgendwo mal beten möchte. Es ist ein Gebetsort, ein öffentlicher Gebetsort, als solcher dann definiert. Das heißt also, es wird versucht, die Öffentlichkeit als die Ebene darzustellen, in der sich die Moschee etabliert, natürlich zunächst erstmal auf der symbolischen Form. Das heißt, sie muss sichtbar sein, sie muss da sein, erkennbar sein und sie muss aber auch diskursiv in der Öffentlichkeit vertreten sein. Das heißt, sie muss in gewisser Hinsicht politisch sein, indem dort an der Moschee selbst das diskutiert und besprochen wird, was heute als Problem für Muslime existiert. Und das wird am meisten bedauert, dass das zurzeit nicht stattfindet. Sondern wenn islamische Debatten stattfinden, dann irgendwo, nur nicht in den Moscheen. Während eigentlich die islamische Tradition so gestaltet ist, dass sie am besten nutzbar und debattierbar ist, in dem Ort selbst, in der Moschee selbst. Also man setze sich bitte in einer Moschee zusammen und debattiere über was. Aber so, dass jeder Besucher, der reinkommt, hört, mitbekommt, was denn gerade diskutiert wird und die Möglichkeit hat, sich dazuzusetzen. Das ist sozusagen das klassische, das Idealbild der alten Moschee, an das sich so manche heute gerne erinnern. Ja, so müssten doch eine Moschee funktionieren. Das wäre doch toll, wenn wir das haben. Das heißt also, all die ganzen Debatten über Grenzziehungen und so weiter, was ist säkulare Ordnung, welche Rolle spielt die Scharia heute noch, soll sie überhaupt noch eine Rolle spielen, all das steht jetzt im Mittelpunkt und gar nicht so sehr die Passungsprozesse, wie sie beispielsweise bei der sogenannten Ibn Rushd Goethe-Moschee gemacht werden, indem dann Frau Atesh hingeht und sagt, ich bin jetzt die Imamin. Und dadurch schon gezeigt wird, jetzt sind wir in einer bürgerlichen, neuen, guten Moschee. Nein, es wird eher gesagt, das kann ja das Resultat sein, aber das Wichtige ist, die Debatte darum in der Moschee selbst zu führen. Und diese offene Debatte muss aber auch so gestaltet sein, dass Nicht-Muslime damit dann teilnehmen können. Die sollen damit reinkommen in die Moschee. Das heißt, die Moschee muss diese Möglichkeitsräume erschaffen, sie muss diese symbolische Erkennbarkeit haben, damit der Anerkennungsprozess klar ist. Und es muss eine gewisse Art von Funktionalität der Moschee gewährleistet sein. Das heißt, die Moschee muss auch zeigen können, und das hat man ja auch schon angesprochen, dass sie nicht allein als eine Art buddhistischer Tempel funktioniert, sondern auch eine Art von Integrationsfunktion hat, eine Sozialintegrationsfunktion, indem sie funktionelle Differenzierung von Aufgaben innerhalb der Gemeinde ermöglicht und etwas definiert, was sie bisher überhaupt nicht kennt. Das heißt also, bestimmte Themen anspricht, die bisher islamisch nicht besetzt sind. Thema 1, das wichtigste Thema, was islamisch völlig unbekannt ist, ist das Thema der Seelsorge. Man weiß nicht, was das ist islamisch. Man versucht das dann als Ruh Nafsi zu übersetzen, ins Arabische zu übersetzen, um dem einen Sinn zu geben, was das immer heißen kann. Und dann wird man gefragt, ja, kannst du mal kurz erklären, was Seelsorge heißt eigentlich? Dann, als in Zürich die Gefängnisseelsorge eingerichtet worden ist, ist dann die Stadtpräsidentin von Zürich an den muslimischen Verein gegangen und hat gesagt, wir geben euch 400.000 Franken und dann macht ihr Seelsorge in den Gefängnissen.
Und dann sagten sie, ja, wir nehmen gern das Geld, aber sag uns mal, was ist denn Seelsorge? Was ist das eigentlich? Wie funktioniert das? Ist das ein besonderes Privileg? Ist das so wie ein Heiliger, der dann irgendwie Segen spricht? Oder was? Wie funktioniert das? Das heißt, ein bestimmte Aspekte der Selbstverständlichkeit religiöser Aktivität, die wir hier so gewohnt sind, werden durch das muslimische Hinterfragen nochmal aktualisiert und nochmal angesprochen. Und dazu gehören Wohlfahrt, Seelsorge, überhaupt Formen von symbolischer Repräsentation, welche sind angemessen, welche sind nicht, wie gehen wir damit um, und ein großes Thema, und damit mache ich dann Schluss, auch für muslimische Gemeinden immer wichtig, wie ist das Verhältnis denn eigentlich für solche Moscheen, für solche Gemeinden, für solche öffentlichen Akte, das Verhältnis von Geschichte und Gegenwart. Also wie lang muss eine symbolische Repräsentation historisch zurückreichen, um legitim zu sein? Kopftuchfrage. Also wie alt muss das Kopftuch sein, damit es legitim als religiöses Symbol anerkannt wird? Man weiß, dass das Kopftuch zum ersten Mal 1972 als religiöses Symbol definiert worden ist. Wenn man das jetzt sagt, delegitimiert das jetzt den symbolischen Raum des Kopftuches, ja oder nein? Also wird auch jetzt von muslimischer Seite aus gefragt, wie weit muss die Geschichte gehen, nach hinten, um etwas legitim zu gestalten? Die Unfehlbarkeit des Papstes, ist das ein symbolischer Raum oder nicht? Wie weit muss sie gehen? Bis 1871 oder muss sie noch weiter zurückreichen? Wie weit ist die Legitimität eigentlich zu setzen, zu sagen, es ist eine Trennung von Religion und Staat anzunehmen? Muss man dann bis in den Investiturstreit zurückgehen? Oder genügt es vielleicht auch den Streit bis ins 16. Jahrhundert zurück? Genügt das vielleicht schon, oder? Also, wie weit muss die Geschichte zurückreichen, um symbolisch legitim zu sein? Und ich würde sagen, der Anspruch symbolischer Repräsentation einer Religionsgemeinschaft ist zwar immer historisch ausgestaltet, aber nicht notwendig mit einer langen Geschichte zu verbinden, sondern kann auch mit einer kurzen Geschichte verbunden werden. All das deutet darauf hin, glaube ich, dass wir in einer Situation sind, die die Notwendigkeit erkennen lässt, den Raum zwischen Religion und Gesellschaft tatsächlich nicht nur am Beispiel der Moschee neu zu verhandeln, sondern überhaupt auch am Beispiel der nicht-muslimischen religiösen Bauten zu verhandeln. Denn wo eine leere Kirche heute steht, im Bereich der Religion oder im Bereich der Gesellschaft, vermag ich kaum noch mehr zu sagen. Aber vielleicht ist die Grenzdiskussion auch für die anderen Religionsgemeinschaften von Bedeutung und von Wichtigkeit. Und vielleicht treffen sich dort die Religionsgemeinschaften, egal welcher Prominenz, in der Absicht, so etwas wie eine Friedensordnung weiter gewährleisten. Dankeschön.